Also die meisten, wirklich die meisten Menschen denken von mir einfach nur, dass es hier darum geht, in irgendeiner Form gegen gewisse Firmen beziehungsweise Institutionen Hass zu verbreiten. Darum geht es mir persönlich nicht. Es geht mir einfach immer nur darum, dass ihr für euer Geld am meisten bekommt. Und das bekommt ihr dort einfach nicht. Okay, gucken wir mal, was der gute Lacktausch an Informationen rausgefunden hat oder was es Neues gibt bezüglich der Fanatec-Thematik. Herzlich willkommen zum Lacktausch. Ich habe euch ja. Hey, da ist es wieder. Das Wheel. Im letzten Video nicht nur eröffnet, im direkten persönlichen Kontakt mit Thomas Jackermeier zu stehen, sondern auch Kontakt zu einigen anderen Stimmen zu haben, die da nicht nur als Freunde von Thomas Jackermeier bezeichnet werden könnten, namentlich auch der Vorstand der Endo AG. Wie sich eben jener Kontakt gestaltet, das lasse ich euch jetzt in diesem Video wissen, zuzüglich zu vielen anderen Punkten. Ich habe bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Endo AG am 20. Juli den Vorstand der Endo AG angeschrieben mit einem kleinen Fragenkatalog und der Bitte, diese doch zu beantworten. Es wurde beantwortet und zwar bereits am darauffolgenden Montag, den 22. Juli. Das ging also sehr, sehr schnell mit den Antworten. Und die Antworten kamen nun allerdings nicht direkt vom Vorstand der Endo AG, sondern wurden mir übermittelt durch eine Agentur für Finanzkommunikation. Ha. Meine erste Frage lautete: Was genau ist passiert zwischen Februar 24, kein Cashflow-Problem, und Mai 24, Erwähnung des Staruk-Verfahrens? Woraus resultierte die ausschließliche Notwendigkeit für Staruk? Jetzt, also das wird ja eine fantastische Folge. Da bin ich ja sehr gespannt, was dazu gesagt wird. Die Antwort, die mir die Agentur für Finanzkommunikation übermittelt hat, lautete: Wenn ich den Namen schon wieder höre. Agentur für Finanzkommunikation. Die Gesellschaft befindet sich seit Q3 2023 in Bankverhandlungen, da die Kreditlinien zum Jahresende 2023 ausgelaufen wären. Anfang Februar 2024 ist die Gesellschaft noch davon ausgegangen, dass die Banken den zusätzlichen Finanzmittelbedarf decken würden. Anfang März haben die Banken dann jedoch die Bereitstellung weiterer Finanzmittel abgelehnt, sodass ein professioneller und ergebnisoffener Investorenprozess unter der Führung von Götz Partners eingeleitet wurde. Allerdings hat der Mehrheitsaktionär keinerlei Bereitschaft zum wertmaximierenden Verkauf von Anteilen gezeigt und kein Investor würde in ein überschuldetes Unternehmen investieren, solange er nicht die Mehrheit der Anteile übernehmen kann. Man befand sich also seit Q3 2023 in Bankverhandlungen. Das ist jetzt meine Stellungnahme zur Antwort der Endo AG übrigens, nur dass wir das hier klar trennen. Und man beachtet, dass hier der beim Vorstand sonst so beliebte Begriff der Ergebnisoffenheit fehlt. Sehr bemerkenswert in diesem Punkt, nicht ganz unwichtig eigentlich. Und Anfang Februar 2024 sei der Vorstand einfach mal davon ausgegangen, dass die Banken den zusätzlichen Finanzmittelbedarf also decken würden. Sie sind einfach mal davon ausgegangen. Warum? Es war doch offensichtlich bereits spätestens seit Q3 2023 klar, dass man ein großes Problem hat, sollten die Banken nicht mitspielen. Das hätte man auch deutlich in dieser Form kommunizieren müssen, anstatt mitzuteilen, man habe kein Cashflow-Problem und könne sämtliche Forderungen bedienen. Barger, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche. Hast du hier ernsthaft gerade von der CSL-Elite von weiß der Geier von wann ein Video drin mit 20% off? Lacktausch, du holst mich auch immer wieder aufs Neue ab mit deiner B-Roll. Wirklich. Du holst mich immer wieder aufs Neue ab mit deiner B-Roll. Da wird wirklich sehr tief im Archiv gegraben, um tatsächlich das Älteste vom Alten noch zu finden. Stattdessen schiebt man wieder einmal die Schuld auf Thomas Jackermeier, denn dieser habe keine Bereitschaft gezeigt, sich wertmaximierend von seinen Anteilen zu trennen. Kann man ihm das vorwerfen? Ich denke nein. Dann stellt der Vorstand einfach mal die Behauptung in den Raum,
Kein Investor wäre bereit, in ein überschuldetes Unternehmen zu investieren, solange er nicht die Mehrheit der Anteile übernehmen könne. Und mehr als eine Behauptung ist das wirklich nicht. Natürlich hängt das vom jeweiligen Einzelfall ab und kann keinesfalls so pauschal konstatiert werden. Ich habe schon in weit zurückliegenden Videos gesagt, dass die Endor AG eigentlich der Traum eines jeden Sanierers sein sollte. Sie schreibt regelmäßig schwarze Zahlen und agiert in einem starken Wachstumsmarkt. Man hätte sich lediglich von einigen schweren Belastungen, wie zum Beispiel dem neuen Headquarter, über ein Sale-and-Lease-Back-Verfahren trennen müssen, wie ja bereits vor einiger Zeit auch von der Investorengruppe um Thomas Jackermeier vorgeschlagen wurde. Die Zukunftsaussichten für die Endor AG wären mittelfristig auch ohne große Fantasie sehr positiv. Das sieht jeder Investor mit Verstand. Aufgrund, und jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte der Antwort des Vorstands der Endor AG, aufgrund des im Rahmen der Restrukturierung aufgedeckten Kapitalbedarfs und der Insolvenzgefahr war der Vorstand daher froh, mit Corsair einen Investor gefunden zu haben, der das Unternehmen entschuldet und mit der notwendigen Liquidität ausstattet, um die notwendigen Investitionen zu tätigen und die Zahlungsfähigkeit gegenüber den Lieferanten sicherzustellen. Allerdings war Voraussetzung von Corsair, dass man die Mehrheit der Anteile übernehmen kann. Daher wurde von Corsair das Staruk-Verfahren gewählt, da es die einzige Möglichkeit darstellt, bei der aktuell hohen Verschuldung das Unternehmen zu sanieren und die Insolvenz abzuwenden. Jetzt kommen wir erstmal wieder zu meiner Stellungnahme auf die Antwort des Vorstands. Aufgrund der Insolvenzgefahr war der Vorstand daher froh, mit Corsair einen Investor gefunden zu haben, der das Unternehmen entschuldet und die Zahlungsfähigkeit gegenüber den Lieferanten sicherstellt. Und wie es mit der Zahlungsbereitschaft gegenüber den Lieferanten aussieht, das könnt ihr ja in meinem Video Der Widerstand formiert sich sehen. Dort wartet man auch nach dem Einstieg. Ja, du, man könnte jetzt auch einfach zur Endor AG auf die Homepage gehen und sich da alles durchlesen, aber kann sich das hier auch angucken und ein bisschen fundierter sich Wissen holen. Schöne Grüße gehen raus. Corsairs, immer noch auf die ausstehenden Zahlungen. Hier haben wir übrigens wieder diese Devotion des Vorstands gegenüber Corsair, die mir bereits in der Vergangenheit so bitter aufgestoßen ist. Warum? Es gab und gibt nicht nur diesen einen interessierten Investor. Das wissen Thomas Jackermeier und seine Investorengruppe sicher am besten. Der Vorstand hingegen stellt es so dar, als müsse man dankbar sein, dass ich zumindest ein Wahnsinniger gefunden habe, der bereit sei, die weltbekannte Marke Fanatec zu übernehmen. Es ist der Blumenstrauß, der Korb und die Rente ist gesichert. Alles andere ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Dieser ganze Prozess ergibt keinen Sinn, egal in welcher Form. Da ist Geld geflossen und das wird mit Biegen und Brechen, mit allen Mitteln, die es gibt, wird das einfach gemacht. Als wenn kein, wie Lacktausch schon gesagt hat, als wenn es niemanden geben würde, niemanden anderes, der das kaufen würde. Niemand. Also auch wenn jetzt in der eingefleischten Sim-Racing-Community ein wirklich sehr großer Teil das nicht mehr kauft oder diese Marke nicht präferiert, ist das die etablierteste Marke für Sim-Racing. Ob du das willst oder nicht, ob du sie scheiße findest oder nicht, jeder, der anfängt mit Sim-Racing und das bei Google einhämmert, kommt auf diese Seite zu dieser Marke. Selbst heute noch. Da gibt es keine Alternative. SimMagic nicht, SimoCube nicht, Mosa nicht. Niemand hat so ein Standing. Niemand. Das nicht zu kaufen, also dass sich da niemand findet, der sagt so, ja okay, nimm ich, komm. Das ist für das bisschen in Anführungsstrichen Spielgeld, kaufe ich mich ein. Das kann mir kein Mensch erzählen. Keiner. Niemand. Diese Loyalität, die da herrscht, und das ist für mich, kristallisiert sich das immer mehr raus. Natürlich ist das eine Vermutung, muss man ganz klar sagen. Diese Loyalität, die sich da rauskristallisiert, ist verbunden mit Geldern, die geflossen sind. Da muss Geld geflossen sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Da würden sich so viele Menschen, gehe ich ganz stark von aus, hinten anstellen und sagen, nehme ich mit, die kaufe ich, da sehe ich mich. Mitnichten. Bemerkenswert ist aber vor allem der letzte Satz. Daher wurde von Corsair das Staruk-Verfahren gewählt. Mhm. Corsair hat also darüber entschieden? Sehr interessant.
Scheinbar versucht hier der Vorstand mehr oder weniger elegant, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Aber Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, ist ja eigentlich die Kernaufgabe eines Vorstands. Offensichtlich hat man sich hier komplett Corsair zu Füßen gelegt und sie frei wählen lassen, was es denn bitte sein dürfe. Unternehmensübernahme à la carte im Prinzip. Da Thomas Jackermeier nicht bereit war, seine Anteile zu verkaufen, sollte es dann also die Enteignung des Firmengründers sein, um an die Mehrheit am Unternehmen zu kommen. Klar, das wurde ja bereits im oben stehenden Absatz einfach mal so konstatiert und von mir ebenfalls in Zweifel gezogen. Auf diesen Punkt werde ich später übrigens bei einer anderen Frage noch einmal etwas detaillierter eingehen. Frage Nummer 2. Weshalb wurden die Verhandlungen mit Birkenstein Capital abgebrochen? Antwort des Vorstands. Der Vorstand hat in einem offenen Investorenprozess mehrere Möglichkeiten erarbeitet und den finanzierenden Banken mehrere Optionen angeboten. Diese haben sich mit Corsair für die Option entschieden, die die besten Zukunftsaussichten für die Endor AG mit sich bringt. Das sieht für mich, und hier ist wieder meine Stellungnahme dazu, das sieht für mich ganz nach einer komplett aussagelosen Floskel aus. Ihr könnt euch denken... Ach was, also Quatsch. Du kannst da auf die Endor AG Homepage gehen, da stehen nur Floskeln. Seit Monaten stehen da nur Floskeln drauf. Da steht nichts, nichts, aber auch wirklich nichts Informatives steht da drauf. Nichts. Es gibt dort keine Informationen. Gibt's nicht. Jeden Blogpost, der da existiert, alles, was da rauskommt, ist alles nur Yadi, 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 Yadi. Mehr ist das nicht. Da ist nicht ein einziges Ding, wo gesagt wird, ey, das hier, zack, bum, bang, so läuft der Lachs jetzt. Nee, es ist nur Yadi, 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 Yadi. Yap, 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 yap. Und das Einzige, was durch dieses ganze Yap, 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 yap zu sehen ist, dass sie das Ding einfach zu Corsair rüberschieben wollen, komme, was wolle. Und sie möchten nicht, dass die AOHV stattfindet, weil dann sieht es nämlich schon ein bisschen schlecht aus. Und da wird sich mit allen Mitteln wird sich dagegen gewehrt. Das wirklich, es gibt nicht die wirklich die einzige sinnvolle Information seit Monaten war, Insolvenzantrag eingereicht, wird alles geprüft. Wir lassen aber Kundensupport läuft noch, Treibersupport läuft noch. Das war die einzige sinnvolle Information, die du von Fanatec direkt bekommen hast. Alles andere, nur ja. Denken, worauf genau meine Frage abzielte. Denn erinnern wir uns einmal. Der erste Investor, den der Vorstand der Endor AG vorgestellt hat, war die Birkenstein Capital. Nachdem die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger und ich allerdings Alarm geschlagen haben, der Gründer der Birkenstein Capital und der neue CFO der Endor AG, Matthias Kosch, haben jahrelang Seite an Seite im Vorstand der Blue Cap AG gearbeitet, verschwand die Birkenstein Capital plötzlich sang- und klanglos aus dem Kreis der Investoren. Oh. Wobei der Begriff des Kreises hier natürlich nicht so ganz passt. Man sollte wohl eher von einem Punkt oder einer Linie sprechen. Es könnte nämlich durchaus im Bereich des Möglichen liegen, dass die Birkenstein Capital ursprünglich sozusagen als Strohmann für Corsair agieren sollte. Nach der Sanierung der Endor AG durch Birkenstein hätte dann Corsair bereitgestanden, um die Endor AG letztendlich zu übernehmen. Nachdem also die SDK und ich auf die äußerst unseriös wirkende Verbindung zwischen dem Vorstand der Endor AG und der Birkenstein Capital hingewiesen hatten, wurde der Mittelsmann gekappt und Corsair musste direkt ran. So sieht zumindest mein Gedankenspiel aus, das ich leider nicht ganz mit Beweisen untermauern kann. Also reine Spekulation, wenn auch nicht ganz so weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass Corsair bereits 2022 Interesse an der Endor AG bekundet hat. Meine nächste Frage, Frage Nummer 3. Warum wurden bedeutende Markenrechte an Corsair übertragen, um den Überbrückungskredit zu besichern? Gab es keine Alternativen? Antwort des Vorstands. Der Rahmenvertrag, Term Sheet, sieht bis zum Abschluss des Verfahrens eine Brückenfinanzierung von Corsair an Endor vor, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen und die laufende Restrukturierung zu unterstützen. Diese Brückenfinanzierung wird unter anderem durch Markenrechte besichert. Corsair muss diese Markenrechte wieder an Endor zurückübertragen, sobald Endor sämtliche finanzielle Verpflichtungen gegenüber Corsair erfüllt hat. Während der Sicherungsphase
kann Endor die Markenrechte unverändert exklusiv nutzen. Auch hier umgeht man in der Antwort den eigentlichen Kern meiner Frage. Ach. Aber natürlich habe ich hier auch nichts anderes erwartet. Es wird nicht beantwortet, ob es keine anderen Alternativen der Besicherung des Überbrückungskredits gab. Es würde einfach scheiße aussehen, weil dann würden die Spekulationen, die im Raum stehen, würden ja dann untermauert werden mit Aussagen. Und das wäre ja dumm. Also es wäre wirklich Quatsch, wenn du die Spekulation, die es gibt, mit deinem eigenen gesprochenen Wort oder geschriebenen Wort einfach untermauerst. Auch das ist einfach nur Jappen. Es ist wirklich, da steckt nichts, also das ist nichts, was man jetzt nicht schon seit Monaten weiß. Natürlich hätte es eine Vielzahl alternativer Besicherungsmöglichkeiten gegeben. Aber die aktuellen Entwicklungen zeigen uns ja, dass es sich hier scheinbar um einen Plan B von Corsair handelt. Den Erwerb zentraler Markenrechte Endors durch Corsair über den Weg der Insolvenz. Denn mit einer Insolvenz der Endor AG fallen nun die Markenrechte an Corsair, sofern sie nicht durch einen anderen Investor ausgelöst werden. Auch das habe ich so bereits in meinem Video mit dem Titel Was steckt dahinter? Vorgezeichnet. Corsair benötigt durch diesen Kniff, so nenne ich das jetzt mal, kein Starrug-Verfahren mehr, um die für sie wirklich wichtigen Assets der Endor AG zu akquirieren. Hierfür reicht ihnen auch der Weg über die Insolvenz, den sie ja jetzt auch beschreiten. Sollte kein neuer Investor gefunden werden, ihr hört vielleicht meine Anführungsstriche, und der Vorstand der Endor AG tut ja auch alles ihm Mögliche, um sich andere Investoren vom Leib zu halten, dann könnten die Markenrechte letztendlich für einen Apfel und ein Ei an Corsair fallen. Frage Nummer 4. Warum sind die Verhandlungen mit Corsair explizit exklusiv? Antwort des Vorstands. Der Vorstand hat nach ergebnisoffener und intensiver Prüfung verschiedener Angebote von Investoren und nach Rücksprache mit den kreditgebenden Banken ein Termsheet abgeschlossen, um exklusiv mit dem US-amerikanischen Marktführer für Hochleistungsgeräte und Systeme für Gamer, Content Creators und PC-Enthusiasten Corsair über die Restrukturierung des Unternehmens zu verhandeln. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der nachhaltigen Eliminierung der Verschuldung des Unternehmens dar und schafft einen positiven Ausblick für das Unternehmen. Im Rahmen dieses Prozesses hat der Vorstand Angebote verschiedener Investoren geprüft, darunter auch die Bemühungen des derzeitigen Hauptaktionärs, ein eigenes tragfähiges Konzept zu erstellen. Ein solches Konzept ist jedoch noch nicht erfolgreich erstellt worden. Man verweist also lediglich auf die bereits bekannte Ad-hoc und den Umstand, dass man verschiedene Angebote ergebnisoffen und intensiv geprüft habe. Das Witzige ist, Lacktausch, das hättest du auch sparen können, weil die Fragen hättest du auch selber beantworten können. Alle Fragen hättest du dir wahrscheinlich selber beantworten können. Wie das innerhalb dieses kurzen Zeitrahmens erfolgt sein soll, ist mir allerdings ein Rätsel. Am 24.04. verkündete man per Ad-hoc, dass nun der Investorenprozess gestartet sei. Bereits 2 Wochen später, am 8.05., dann die Verkündung, dass man exklusive Gespräche mit Corsair führe. Und bedenkt, dass man in diesem Zeitraum auch noch von Birkenstein Capital weg und zu Corsair hingewechselt ist. Und in diesem äußerst kurzen Zeitfenster will man also noch weitere Investorenangebote intensiv geprüft haben. Ja. Darunter auch dasjenige von Thomas Jackermeier. Das halte ich für, gelinde gesagt, schwer vorstellbar. Kommen wir aber zur nächsten Frage. Das waren so, nope, steht nicht Corsair drauf, nope, steht nicht Corsair drauf, Thomas Jackermeier, nope, Thomas Jackermeier 2, nope, Corsair, sounds very, very, very good. Frage Nummer 5. Das wäre dann übrigens auch in 2 Minuten erledigt gewesen. Spekulation, Spekulation, Spekulation. Es sind alles Spekulationen. Das ist halt absolut korrekt, dass das alles Spekulationen sind. Das ist ziemlich richtig. Nur irgendwann, also wenn man diesen Prozess über sehr langen Zeitraum, also wenn man den Prozess sich jetzt anguckt, der seit, sagen wir mal, letztes Jahr, Oktober, vonstatten geht, dann sind das einfach nicht mehr Spekulationen, so richtig. Ist, also, ich sag mal so, natürlich hast du keine hundertprozentigen Beweise dafür,
Aber sich jetzt hier wirklich noch hinzusetzen und zu sagen, nee, das geht schon alles mit rechten Dingen vor sich und okay. Natürlich ist das alles im Recht, also im rechtlichen Rahmen findet das ja alles statt. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre ja schon wirklich Alarm. Aber was hier halt stattfindet, ist einfach offensichtlich. Also es springt dir halt einfach ins Gesicht. Natürlich möchte da keiner, dass man sich das anguckt. Es gibt sicher Gründe, warum die das nicht transparent sein wollen dürfen. Ja, natürlich wollen die nicht transparent sein. Natürlich wollen sie das nicht. Weil es soll ja auch keiner sehen, was da für eine Mauschelei stattfindet. Und das ist ja nun mal eine große Mauschelei. Wir geben jetzt hier Markenrechte ab, zur Sicherheit an Corsair. Oh, wir sind jetzt auf einmal insolvent, damit wir ja nicht eine AOHV machen müssen. Und wenn das jetzt hier irgendwie durchgeht, dann hat Corsair ja seine Rechte, also die Rechte daran. Natürlich sind das alles, also wie du schon sagst, es sind alles Spekulationen, aber es stinkt halt einfach extrem nach Fisch. Also es stinkt. Seit Monaten stinkt das. Und es ging mit, also nicht mal Black Friday, es, also so ein bisschen leicht vorher, so mit Black Friday ist das dann halt alles so sehr hart ausgeartet. Das kann mir halt auch wirklich niemand glaubwürdig erzählen, dass all diese Sachen, die dort passiert sind, Zufälle sind oder aus Versehen. Wir haben aus Versehen überverkauft, aber so extrem überverkauft, dass wir richtig am Struggeln sind. Da wurden Entscheidungen getroffen, die, wo ich ganz ehrlich sagen muss, in einem deutschen Unternehmen, also ich möchte mal wirklich meinen, und das ist auch heute in 24 in gewissen Stellen noch so eine gewisse Qualität mit den ganzen rechtlichen Rahmen und die ganzen Prüforgane in solch riesigen Firmen. Wir haben aus Versehen überverkauft. Also nicht aus Versehen, wir lassen jetzt niemanden hier reingucken. Und wir haben jetzt hier, okay, es soll eine AOHV stattfinden. Ah nee, Starock funktioniert nicht mehr. Wir sind jetzt aus Versehen, sind wir jetzt auf einmal insolvent. Aber vorher haben wir noch die ganzen Patente abgegeben, um Corsair abzusichern, falls denn irgendwas passieren sollte. So. Natürlich sind das alles Spekulationen. Wenn du das aber alles in der Timeline, so wie jetzt Lacktausch das macht, dir das alles auf eine Timeline schreibst und dir das anguckst, dann stinkt das. Dann stinkt das. Also das stinkt bis zum Himmel. Und auch wenn ich persönlich kein sehr großer Fan von Thomas Jackermeier bin, bin ich ganz ehrlich, ist das hier, dieses ganze Konstrukt, was wir uns seit Monaten angucken, einfach nur eine absolute Frechheit. Weil selbst wenn du diesen Menschen nicht magst, ist das einfach nur, und das ist noch milde ausgedruckt, ekelhaft. Das ist ekelhaft, was hier passiert. Und was noch viel, viel schlimmer ist, dieses ganze nichtssagende Wischiwaschi, dass da keiner mal in irgendeiner Form in dieser Firma, wo noch Leute drin sind, was Sinnvolles macht. Es ist nicht schön. Ist es nicht. Spekulation. Weshalb kann Corsair die Übernahmeverhandlungen aufgrund personeller Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat abbrechen? Sollten hier nicht inhaltliche Gründe entscheidend sein? Antwort des Vorstands. Dies war eine Bedingung des Investors und der Banken, die damit großes Vertrauen in die amtierenden Organe und weitere Schlüsselmitarbeiter setzen, um das Unternehmen erfolgreich zu restrukturieren und auf weiteres gesundes Wachstum auszurichten. Die Antwort finde ich ja schon geradezu lustig. Ja. Insbesondere vor dem Hintergrund des nun kürzlich gestarteten Insolvenzverfahrens. Es hat sich keine Änderung im Vorstand oder Aufsichtsrat der Endo AG ergeben. Und dennoch hat Corsair nun die Verhandlungen abgebrochen. Was ist denn nun los? Hat man bei Corsair plötzlich das Vertrauen in den Vorstand verloren? Und alles Zufälle. Das sind alles Zufälle. Es ist halt einfach passiert. Huch. Die Verknüpfung der Übernahmeverhandlungen an die Personalien im Vorstand der Endo AG mag ja eine nette Geste sein. Aber agiert so ein milliardenschwerer Konzern wirklich? Sollten hier nicht handfeste Argumente eine Rolle spielen, wie bilanzielle Fakten, Kreditkonditionen und die Höhe der Gesamtinvestition von Corsair in das Unternehmen? Ich persönlich kann mir diese Verknüpfung der Verhandlungen an die konkreten Personalien im Vorstand der Endo AG wieder nur einmal mit der ganz besonderen Beziehung zwischen dem Vorstand der Endo AG und den Entscheidern bei Corsair erklären. Man scheint sich bei Corsair sicher zu sein, dass man hier in dem Vorstand einen Verhandlungspartner hat, der sich zugunsten von Corsair verhält.
aber eben das ist nicht die Aufgabe des Vorstands der Endo AG. Nächste Frage, Frage Nummer 6. Was war der Grund für die Entfernung Thomas Jackermeyers aus dem Vorstand? Die Antwort des Vorstands lautet: Die kreditgebenden Banken hatten jedes Vertrauen in Thomas Jackermeyer verloren. Sie waren zur Verlängerung der Standstill-Vereinbarung und zur Verlängerung der Überbrückungskredite nur unter der Voraussetzung bereit, dass der Vorstandsvorsitzende Thomas Jackermeyer mit Wirkung zum 30. März 2024 abberufen wird. Siehe dazu die Ad-Hoc-Mitteilungen vom 28.03. und 2.04.2024. Ja, also lest euch das einmal selber durch, die Zitate. Ihr kennt sie aber auch, wenn ihr meine anderen Videos zum Thema bereits gesehen habt. Auch hier verweist man von Seiten der Endo AG wieder einmal auf die allseits bekannten Ad-Hoc-Mitteilungen. Es seien die Banken gewesen, welche die Entfernung Thomas Jackermeyers aus dem Vorstand der Endo AG gefordert hätten. Ich glaube allerdings, dass da noch jemand anderes die Finger mit im Spiel hatte. Ihr könnt euch denken, wen ich meine, und im nächsten Punkt werde ich meine Vermutung noch etwas näher erläutern. Also, Frage Nummer 7. Seit wann besteht Kontakt zu Corsair hinsichtlich einer möglichen Übernahme der Endo AG? Antwort des Vorstands: Siehe dazu den Post von Nutzer Thomas Jackermeyer bei Wall Street Online vom 3. Juni. Corsair kam ja schon in 2022 mit einem Angebot auf mich zu und im Winter 2022/23 wurde eine Due Diligence durchgeführt, bei der schnell klar war, welche Personen was zu sagen haben und wer Einfluss nehmen kann. Corsair war einer der potenziellen Investoren, und das schreibt jetzt wieder der Vorstand, die das Unternehmen über die Mergers and Acquisition Beratung Götz Partners Ende März im Rahmen des neuen Investorenprozesses angesprochen hat. Davor hatte keiner der beteiligten Vorstände einen Kontakt zu Corsair. Ja, wie auch. Im Jahr 2022 war keiner der jetzt im Vorstand sitzenden Mitglieder auf seinem Posten oder auf ihrem Posten. Die sind alle erst im Sommer 2023 beziehungsweise sogar erst zum Jahr 2024 in den Vorstand gekommen. Natürlich hatten sie im Jahr 2022 noch keinen Kontakt zu Corsair. Das ist klar. Die Frage ist aber, ob es eventuell schon vor März der Fall gewesen sein könnte. Hier verweist man auf einen Post von Thomas Jackermeyer auf Wall Street Online, den ich auch bereits in vorangegangenen Videos zum Thema hatte. Was man damit bezweckt, ist mir allerdings schleierhaft. Hat hier etwa gerade der Vorstand der Endo AG den Account Thomas Jackermeyers auf Wall Street Online verifiziert? Wäre gar nicht nötig gewesen. Das habe ich ja selbst bereits Ende April getan. Stimmt man ihm zu und bestätigt man hiermit seine Aussagen? Keine Ahnung. Was ich jedenfalls dazu sagen kann: Ich für meinen Teil halte alle der von Thomas Jackermeyer getätigten Aussagen auf Wall Street Online für höchst glaubwürdig. Sie waren bislang allesamt sehr schlüssig, frei von inneren Widersprüchen und passten hervorragend ins Gesamtbild der Ereignisse. Vielleicht weiß man das also wohl auch im Vorstand der Endo AG. Ein viel interessanterer Punkt ist hier allerdings für mich, dass man bereitwillig mitteilt, Corsair sei einer der potenziellen Investoren gewesen, die das Unternehmen bereits Ende März angesprochen hat. Wir erinnern uns, die offizielle Ad-Hoc der Endo AG, man habe nun einen Investorenprozess eingeleitet, stammt vom 24. April 2024. Hätte man Gespräche mit Investoren nicht zum Zeitpunkt des Stattfindens den Aktionären gegenüber anzeigen müssen? Und wenn Corsair bereits Ende März in Kontakt mit dem aktuellen Vorstand der Endo AG stand und Corsair das Staruk-Verfahren bevorzugte, wir wissen, dass ein Staruk-Verfahren mit Thomas Jackermeyer nicht machbar war, hat Corsair dann vielleicht auch ein Wörtchen bei der Entfernung Thomas Jackermeyers aus dem Vorstand der Endo AG mitgesprochen? Das sind die Gedankengänge, die diese Antwort des Vorstandes auf meine Frage jedenfalls bei mir angestoßen hat. Und zum Abschluss schreibt mir die Agentur für Finanzkommunikation noch: Bei künftigen Anfragen dürfen wir Sie bitten, dass Sie uns, wie bei journalistischen Anfragen üblich, Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen. Nee. Darauf antworte ich einfach mal mit dem Zitat eines berühmten deutschen Philosophen: Nein, das mache ich nicht, nö. Aha. Mach ich nicht.
Also, wie wir mittlerweile wissen, wird die außerordentliche Hauptversammlung am 3. September wohl stattfinden können, sofern die durch den Vorstand eingelegten Rechtsmittel keine Wirkung entfalten. Okay. Der Insolvenzverwalter wird auf diesen Vorgang jedenfalls keinen Einfluss nehmen. Hoffen wir, dass die AOHV ihren Gang nehmen und ein Sonderprüfer eingesetzt wird, der all diese Vorgänge aufklärt und hier Licht ins Dunkel bringt. Ferner bleibt auch zu wünschen, dass die Investorengruppe um Thomas Jackermeier nun endlich eine faire Chance erhält, ihr Konzept einzubringen und dass dieses wirklich wasserdicht und zur Sanierung der Endo AG geeignet ist. Denn vor allem die Mitarbeiter der Endo AG brauchen schnell Klarheit, ob und wie es hier weitergeht. Damit bleibt mir nichts weiter zu sagen als bleibt sauber, bis bald und tschüss. Tschüss. 3. September. Na, ich bin gespannt, was bis zum 3. September passiert. Also ich sehe das erstmal nicht stattfinden. Das könnte irgendwann mal ein Film werden, nach wahren Begebenheiten. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob da irgendwann mal alles ans Licht kommt. Ich bezweifle, dass wir es sehen werden oder wissen werden. Aber man kann ja nochmal hoffen. Weil das wäre sehr schön, dass man nachvollziehen kann. Und dass das vielleicht endlich mal zur Ruhe kommt. Das ist ja jetzt wirklich schon begleitet. Uns ja seit einem Jahr diese Thematik und es wird halt von Monat zu Monat komischer und geschmackloser. Ich habe gestern jemand gefragt, ob man, also was mit dem Unternehmen jetzt wird, also was ich persönlich davon denke oder halte. Also Fanatec wird nicht verschwinden, so viel steht schon mal fest. Das ist unmöglich und ich denke auch, dass sie sich wieder neu erfinden werden, bin ich mir auch ziemlich sicher. Wenn es nicht im Rahmen Fanatec bleibt, dann vielleicht in einem anderen Kleidchen. Weil ich denke nicht, dass Herr Jackermeier sich einfach, also dass er einfach verschwindet. Die Firma an sich, wie ich vorhin schon sagte, wird niemals mehr. Also das ist wirklich auch, es schied egal, was hier gerade passiert. Ist es wirklich. Es ist absolut egal, ob wir uns jede Woche ein neues Video angucken oder sogar zweimal die Woche ein Video angucken. Dem Großteil ist es mittlerweile egal, weil sie die Sachen nicht kaufen oder weil sie darauf angewiesen sind. Deswegen ist es denen Schnuppe. Und die meisten Menschen, die mit Simracing anfangen, kriegen hiervon nichts mit. Gar nichts. Überhaupt gar nichts kriegen sie von dieser Veranstaltung hier mit. Und deswegen wird diese Firma nicht verschwinden. Und selbst wenn Fanatec jetzt bei Corsair geführt wird, wird sich dort nichts ändern. Hier geht es für mich persönlich nur darum, das zu zeigen. Also ich habe hier, das sage ich jedes Mal, das sage ich tatsächlich jedes Mal, ich trage hier kein Extrawissen mit dazu bei, sondern einfach nur meine persönliche Ansicht dazu. Und das auf Bitte von Lacktausch. Also Lacktausch hat mich vor geraumer Zeit darum gebeten oder mich gefragt, ob es möglich wäre, das noch ein bisschen zu verteilen, damit Leute das wissen. Und das machen wir ja hiermit an der Stelle. Das weiß ein riesiger Teil der Community, hat überhaupt gar keinen Dunst. Denen ist es einfach auch egal. Und den meisten Menschen geht das auch am Arsch vorbei. Für mich persönlich ist es sehr interessant, das zu sehen, bin ich ganz ehrlich. Also auch für mich selber, mich diesbezüglich etwas zu bilden. Meine Einstellung zu dieser Firma hat sich noch nicht geändert. Nicht wirklich. Seitdem ich jetzt hier Content mache. Diese Firma, weil das ja auch relativ häufig gefragt wird, muss ich mir jetzt irgendwie in irgendeiner Form Sorgen machen? Ich würde es nicht kaufen. Das sage ich seit Black Friday. Ich würde dort sowieso, seitdem das stattfindet, würde ich persönlich dort einfach nichts kaufen. Es ist jetzt egal, ob du, nee, es ist nicht egal. Also pass auf, hier gibt es eine, um das wirklich mal auseinander zu knispern. Wenn du am PC bist, würde ich nichts davon kaufen. Ich würde es nicht kaufen, weil es zu riskant ist. Riskant im Sinne von, es gibt zwei Lager. In allen, also wirklich, es gibt immer zwei Lager. Du kannst ins Internet gehen, du wirst zwei Lager finden und das ist 50-50. Das eine Lager sagt, ich habe keine Probleme, ich kann einkaufen, easy peasy, ist alles angekommen. Und das ist auch fein und das stelle ich persönlich auch überhaupt nicht in Frage. Dann hast du das andere Lager,
Hab bestellt, nicht angekommen, warte seit Monaten, Kundensupport meldet sich nicht, dies, das, Ananas. Und diese beiden Lager hast du. Und die beiden Lager sind wirklich sehr ausgewogen. Ich persönlich bin aber immer der Ansicht als Content Creator beziehungsweise Mensch, der die Sachen für euch testet. Also entweder hast du 95% Erfolgsquote, wenn du irgendwo einkaufst, oder lass es bleiben. Und deswegen sage ich persönlich ja schon seit einer sehr großen Weile, ich würde es nicht machen, wenn ich nicht darauf angewiesen bin. Und darauf angewiesen heißt, du fährst auf der Konsole. Weil es gibt, und das muss man einfach sagen, es gibt auf der Konsole keine Alternative dazu. Wenn ich dort einkaufen würde, und ich sage extra würde, weil ne, es gibt Menschen, die sagen sich so, okay, no risk, no Risiko, ich gehe rein, ich möchte davon jetzt was kaufen. Dann würde ich immer mit Käuferschutz einkaufen. Ich würde immer versuchen, das mit Käuferschutz zu machen, dass du dir dein Geld wieder zurückholen kannst, falls es Probleme geben sollte. Das heißt, nichts mit Überweisungen und alles durch Dienste wie PayPal, wo du sagen kannst, hey, ich habe meine Ware nicht bekommen, hier, Beleg, dies, das, Ananas und du kannst es hier wieder zurückholen. Weil es ist halt, wie gesagt, es ist riskant, ne? Du kannst das machen, es wurde ja auch zugesichert, laut Aussagen von Endor, die auf der Homepage einzusehen sind, in deren Newspost, dass alles aktuell noch läuft, aber es ist immer mit Risiko behaftet. So. Und auf dem Computer, also wirklich auf dem PC ergibt es keinen Sinn, dort einzukaufen. Es ergibt keinen Sinn, dort einzukaufen, weil es gibt Ware, die für den Preis erhältlich ist und gut ist. Sowohl Wheelbases, Lenkräder, als auch Pedalen. Es gibt Alternativen. Und mehr als genug Alternativen gibt es dazu. Und was auch immer hierbei rauskommen wird bei diesem Prozess. Ich denke nicht, dass du aus dem Internet und alles, was dahinter mit dran hängt, mit Algorithmen, Empfehlungen, Vorschläge in Suchmaschinen, wirst du diese Firma nicht wegkriegen. Du wirst sie dort nicht wegbekommen. Ich weiß jetzt auch gerade aktuell nicht, wie lange deren Sponsorverträge sind in den ganzen Rennserien etc. pp. Also wenn dieser Prozess eingeleitet wird, dass Fanatec irgendwann verschwinden sollte, dauert das sehr, sehr lange, bis das abebbt und du nichts mehr dazu findest. Weil selbst wenn du, also gut, das geht immer, doch, ich gehe jetzt einfach mal in den Incognito-Tab und gebe jetzt einfach mal Simracing ein. Das Erste, was du, obwohl, das ist, glaube ich, immer noch nicht für mich, du wirst an der Stelle, wenn ihr das eingebt, wirst du fast immer Fanatec oben finden. Und das wird sich nicht ändern in naher Zukunft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr gering. Also schauen wir mal, was dabei jetzt hier dann rauskommen wird. Und ich hoffe, dass irgendwann mal alles ein bisschen beleuchtet wird. Und dass endlich mal Möglichkeiten bestehen, diese sehr streng riechenden Prozesse, die da ablaufen, ein bisschen zu belüften. Das wäre schön. Sage ich, wie es ist. Ja, also jetzt mal, ich würde mir niemals ein Logitech-Wheel kaufen. Ich persönlich würde das nicht machen. Und ich bin da auch immer super, super hart und das mögen Menschen in der Regel nicht, wenn ich sowas sage. Aber das würde ich mir nicht kaufen für 1200 Euro. Ich würde mir kein Logitech da ranhängen, weil das halt einfach für das Geld bessere Ware gibt. Es gibt einfach bessere Ware als das. Und selbst wenn beispielsweise die neuen Wheelbases, die jetzt auf dem aktuellen Stand bei Fanatec sind, ne? Also und das sind sie. Ne? Also die ganzen, alles was nach der CSLDD gekommen ist, funktioniert ja tatsächlich gar nicht so verkehrt und hat ein einigermaßen vernünftiges Force-Feedback. Der Treiber ist immer noch so Work in Progress. Sind die Wheels steinalt? Also die sind wirklich steinalt und die sind auch auf dem Markt aktuell wirklich mit die ältesten, die es gibt, egal wie viel tausend Neuauflagen davon da sind. Pedale ist mittlerweile dasselbe Spiel, steinalt. Also ich sag mal so, zu einer Renovierung würde gehören, dass diese beiden Komponenten definitiv auch mal aufgefrischt werden. So, weil der Markt wird jetzt gerade bespielt mit von Moser als auch Simmagic jetzt als große Konkurrenten oder zählen wir auch mal Asitec noch mit dazu, die ein ganzes Ökosystem anbieten, die auf einem viel neueren Stand sind. Die sind auf einem viel, viel neueren Stand. Und das möchten sich Menschen meistens nicht eingestehen, aber sind sie. Also wenn du es wirklich nebeneinander in der Hand nimmst, und ich rede nicht von den Wheelbases, ne? Die Wheelbases, die neuen,
die rausgekommen sind von Fanatec, sind schön. Und wenn sie jetzt Pedale mal auf den Weg schicken würden und auch Lenkräder, wäre das definitiv an der Stelle gar nicht so verkehrt. Aber das setzt sie halt wieder 10 Jahre zurück. Aber wann sollen sie es denn machen, wenn sie mit dem Prozess jetzt hier gerade beschäftigt sind, ne? An der Stelle. Du kannst wirklich fast alles mit irgendwelchen Adaptern fahren, aber das ist halt auch nicht so der Burner an der Stelle. Ja, Slavik, wenn du danach, also wirklich, und ich gehe fast davon aus, dass hier einige Menschen drinne sind, wenn du danach nochmal von deinem Fanatec-Zeug zu das, was danach kommt, gehst oder zu einer anderen Marke gehst, werden dir sehr viele Menschen hier, oder ich würde mal sagen, dir relativ schnell sagen, dass das ein sehr großer Unterschied ist. Converter sind immer Converter, Knullbulli. Das heißt, damit hast du halt nicht den vollen Umfang. Und ja, ich finde selber auch schon Fanatec gefahren, ja. Ich finde DD1 gefahren, auch die Klappsportpedale, das habe ich alles schon zu Hause gehabt. Also ist jetzt nicht so, als wenn ich nicht wüsste, wovon ich rede. Die meisten Menschen denken halt immer, ich weiß nicht, wovon ich rede. Aber also wirklich, wenn du in die Community reingehst, also richtig tief so, wo die Leute, sag ich mal, viel ausprobiert haben und die schon sehr, sehr lange da sind, da ist in dieser Kammer, in der diese Leute drinnen sitzen, wirst du relativ schnell mitkriegen, dass dort eine gewisse Ansicht vorherrscht. Und selbst bei mir, das beste Beispiel, was mir immer in den Kopf kommt, ist Crazy Tom, der jahrelang, also wirklich schon, glaube ich, fast ein Jahr mir immer erzählt hat, Dizzy, halt, lass es doch einfach bleiben. So, du hast doch, das kann einfach gar nicht so sein. Der ist tatsächlich umgestiegen und das ist nicht der einzige Mensch, der dann gesagt hat, okay, gut, jetzt verstehe ich endlich, was du damit meintest. Also die meisten Menschen denken von mir einfach nur, dass es hier darum geht, in irgendeiner Form gegen gewisse Firmen bzw. Institutionen Hass zu verbreiten. Darum geht es mir persönlich nicht. Es geht mir einfach immer nur darum, dass ihr für euer Geld am meisten bekommt. Und das bekommt ihr dort einfach nicht. Ganz einfach. Period. Und das gibt's halt. Und ich sag's immer wieder, wenn die Konsole nicht wäre, hätten gewisse Dinge keine Existenzgrundlage. Also zum Beispiel Klappsport V3-Pedale haben in 2024 keine Existenzgrundlage. Haben sie nicht. Die sind so veraltet, das ganze System, der ganze Aufbau dieser Pedale ist so veraltet und unfreundlich für die Kunden, dass es das nicht, also man kann das nicht rechtfertigen. Selbiges gilt für die Lenkräder, die groß und breit als so günstig hingestellt werden, dass du mittlerweile auch in diesem Preissegment, unabhängig von der, also wenn wir immer uns wegbewegen von der Konsole, andere Dinge findest, die dir mehr geben. Und das mit dem mehr geben kann ich euch zu großen Teilen bestätigen, weil ich sehr viel in der Hand habe und das also getestet habe, sonst könnte ich euch das nicht sagen. Die Pedale von Fanatec sind beispielsweise so aufgebaut, dass du nicht wirklich viel individualisieren kannst. Also schon alleine, dass ein Stift alle drei Pedale führt, ist absoluter Nonsens in 2024. Diese ganzen Verschraubungen, die da drin sind, damit du irgendwelche Brake-Performance-Kits einbauen kannst, um die Bremse härter zu machen, ist wirklich absoluter Nonsens. Und schon alleine das, dieser Prozess und dieses Individualisieren in 2024 noch zu verkaufen und unabhängig von der Konsole daran zu gehen, ist halt einfach Quark mit Soße. Wenn wir das jetzt hier mal kurz vergleichen, okay? Ich zeige euch das jetzt mal von der sinnvollen Bremse. So, das hier ist eine sinnvolle Bremse. Wenn ich das hier tauschen wollen würde bei Fanatec, müsste ich Schrauben lösen und ziemlich viele Dinge machen, um dort Teile reinzubauen, Gummipuffer. Diese Feder wechseln dauert 2 Minuten. Dafür müsste ich das hier anheben und dann muss ich den Stift hier hinten rausheben, komprimieren und dann kann ich meine Feder wechseln. Selbiges gilt für das hier unten. Und das sind halt, und das ist unabhängig von den Pedalen, das haben sehr viele andere Pedale, ganz genau so, das ist der Standard. Ich habe ein Pedal, das kann ich mir so modifizieren, wie ich das möchte. Wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich möchte keine Kupplung haben, dann brauche ich nicht unten den kompletten Stift auseinanderbauen, um den rauszuziehen, um dann das Pedal rauszubauen, um es dann wieder irgendwie zusammenzubauen.
Und dieser ganze Prozess, der da drinne steckt, ist einfach so unglaublich veraltet und unschön, dass man das halt auch einfach nicht mehr empfehlen kann. Und es wäre wirklich Zeit, dass da mal was Neues kommt. Und das sich heute noch zu kaufen, wäre tatsächlich in meinen Augen schon ein bisschen Geldverschwendung. Federn wechseln macht man nicht so häufig. Bitte kein weiteres Argument. Du wechselst nicht häufig deine Federn oder wartest deine Pedale? Also ich würde fast behaupten, dass hier einige sehr häufig nochmal ihre Pedalen wechseln und da dran was ändern wollen. Ich fahre nur selten. Dann bist du doch aber auch gar nicht die Ansprechperson dafür an der Stelle. Aber kann ich dir noch mehr Sachen sagen, warum das veraltet ist? Ist kein Problem, warte. Dann sage ich dir das jetzt und baue dir die Dinger komplett auseinander. Ich öffne dir das Bild, dann kannst du dir das angucken. Also hier hinten drinne hast du ja die Puffer. Die kannst du ja dann auseinandernehmen. Um das hier rauszunehmen, musst du hier sehr viele kleine Schrauben lösen. Diese Schrauben kommen von Werk aus, das kannst du dir auch gerne durchlesen. Das kannst du bei sehr vielen Leuten auch erlesen. Kommen bei Werk von Werk aus mit Schraubenkit. Also ich glaube, es nennt sich Schraubenkit oder Schraubenkleber und du kriegst die Schrauben nicht raus. Und es kann auch sein, dass sie überknuppen. Was schon mal für mich persönlich einfach ein Unding ist in der heutigen Zeit. Dass wir hier drinnen einen Schaft haben, und hier vorne drin einen Schaft haben, der alle drei Pedale führt, ist einfach ein Unding. Das habe ich dir ja vorher schon mal gesagt. Dieses Damper-Kit beispielsweise, das sind extra Goodies, da müssen wir nicht drüber reden. Die Pedale, wie sie selber in der Form stehen, und das ist in meinen Augen einfach, es tut mir wahnsinnig leid, das hat hier auch, das hat keinen Hand und Fuß. Also das hat tatsächlich wirklich kein Hand und Fuß, dass Pedale so stehen und du keine Möglichkeit hast. Und das ist das Schlimmste an der ganzen Sache, dass du keine Möglichkeit hast, die auch noch aufzustellen, ohne dein komplettes Rig umzubauen. So, und jetzt können wir uns darüber unterhalten, wie oft Leute ihre Pedale umbauen und wie oft das nötig ist. In deinem Fall bist du wahrscheinlich ein, wie du selber schon gesagt hast, eher ein seltenerer Fahrer. Aber wenn du regelmäßige Fahrer dir anguckst, bis die ihre Position gefunden haben, dass sie sich wohlfühlen, vergeht ein Jahr und die bauen ihre Pedale bestimmt 20 Mal ab. 20 Mal. Und das sind normalsterbliche Benutzer, die sehr viel fahren oder regelmäßiger fahren. So. Der ganze Aufbau von den Stiften hier zum Beispiel drinne ist auch ein sehr großer Pain in the Ass, den wieder da reinzukriegen. Beispielsweise, wenn du hier drin ein Brake Performance Kit hast, also um das härter zu machen, den Stift da wieder reinzukriegen, ist einfach nur ein Unding. Es ist einfach wirklich ein Unding und dasselbe gilt für hier vorne und für da drüben ist das genau dasselbe. Das heißt, diese Pedale sind absolut wartungsintensiv und sehr unschön zu warten. Des Weiteren, und das kannst du dir auch zu Hauf und Tausends durchlesen im Internet, die Dinger fangen so schnell an zu quietschen, weil das hier drinne, also weil sie halt auf diesem Schaft drauflaufen und du vielleicht einfach eine Katze hast oder einen Hund oder du hast sehr trockenes Klima in deiner Bude, weil du damit besser klarkommst, fängt das hier an zu quietschen ohne Ende. Und du kannst bestimmt einmal im Monat, wenn du Glück hast, einmal im Monat das ganze Zeug hier einfetten. So, da du aber, und das ist ja das ganze Problem an der ganzen Sache, und genau deswegen baust du es ja auch häufiger auseinander, weil du deine Geräte ja wartest, die du viel benutzt, das nennt, ne, Wartung, hast du hier das Problem, dass du diese Pedale ungefähr, weiß ich nicht, 45 Minuten brauchst, um an die eigentliche Stelle zu kommen, die du theoretisch fetten möchtest. Und hier diese Dinger zu fetten, ist unglaublich wichtig. Selbiges gilt für Quick Release 1 bei Fanatec. Wenn du mit etwas mehr Force Feedback fährst, musst du das regelmäßig fetten, weil die Kugeln, die in die Noppen reingehen, irgendwann anfangen zu knarzen. Was ja grundsätzlich kein Problem ist, das ist aber wartungsunfreundlich und das ist definitiv nicht Standard 2024 und dafür würde ich sie mir einfach nicht kaufen. Ich würde sie mir tatsächlich nicht kaufen, weil dieser Prozess, diese Pedalen einzustellen, schon ein absoluter Sackgang ist. Stell dir vor, du kaufst jetzt die Pedale, ich weiß gerade aktuell den Preis nicht, korrigiert mich, ich sage jetzt um die 300 Euro, 360, vermutlich. Die kosten 360 Euro, die Pedale, die kommen zu dir nach Hause und du möchtest sie für dich individualisieren. Dann bist du schon einen Tag, also jetzt völlig übertrieben, bist du einen Tag damit beschäftigt, dieses ganze Ding auseinanderzubauen, um das dann zu individualisieren. Die wenigsten Menschen
individualisieren das. Im Vergleich zu der großen Masse. Die Menschen, die das aber machen wollen, für die ist das ein absoluter Sackgang. 400 Euro kosten die. So. Also sind diese Gerätschaften einfach nicht mehr sinnvoll und auch nicht mehr zeitgemäß. Sind sie nicht. Wenn ich mir überlege, dass ich mir für, sagen wir mal, 100 Euro mehr, und 100 Euro sind sehr viel mehr, also sind sehr viel Geld, für 100 Euro mehr einfach mal absolute Banger-Pedalen kaufen. Aber es ist zu teuer für Casual. Wenn du Casual fahren willst, ne, dann kannst du dir halt auch einfach einen T300 kaufen. Aber wir sitzen halt, und das finde ich ist immer so das Komplizierte in der Community, habe ich das Gefühl, gerade wenn es um sowas geht hier. Wir sitzen halt hier und rechtfertigen für 400 Euro solche Apparate. Und die wirklich, und das meine ich nicht wirklich, ich meine es nicht abwertend gegenüber irgendeiner Person. Die einzige Daseinsberechtigung ist die Konsole. Weil auf dem Computer gibt es so viele super gute Alternativen, wo du viel mehr für dein Geld bekommst. Und ich manchmal das Gefühl habe, dass Menschen das sich nicht irgendwie, sie wollen das nicht zulassen. Das Quietschen ist auch sehr schnell. Da kannst du wirklich fast jeden fragen, der solche Pedale hat. Die quietschen halt irgendwann. Sie waren zu ihrer Zeit damals, als sie rausgekommen sind, waren das die Dinger. Tatsächlich. Das waren die Dinger. Aber heute nicht mehr. Und wenn du nicht an der Konsole bist, gibt es keinen Grund, die zu kaufen. Und die Lenkräder, da kommen wir ja dann auch zu dem Punkt. Und das, wie gesagt, wenn die Leute sich das kaufen, es ist nichts Schlimmes daran. Wenn du keine Ahnung hast, ne? Wenn du keine Ahnung hast und du einfach losläufst, kann dir das keiner übel nehmen oder in irgendeiner Form sagen, oh, was bist du für ein Idiot? Weil wenn du es wirklich nicht weißt, woher willst du das machen? Und das ist ja immer, da sehe ich mich dann, das in die Perspektive zu setzen, warum das beispielsweise eventuell problematisch sein könnte. So, und alles um die Wheelbases drumherum, ne? Bei Fanatec. Wheelbases, da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind super. Also auch die neuen Wheelbases, so alles nach der, die DD1 können wir mal außen vor lassen, DD2, die würde ich gerne beiseite packen, weil da gibt es halt einfach Sachen in dem Preissegment, die dir bessere Leistung geben, und das ist einfach mal rein faktisch gesehen so, also faktisch gesehen mit, meine Hände durften das mal ausprobieren. Also diese ganzen DD Extreme und wie sie alle heißen, die Wheelbases sind gut. Aber sie haben jetzt wahrscheinlich durch dieses Verfahren, was hier gerade stattfindet, den Anschluss verloren bei allem anderen drumherum. Also auch der Quick Release, und da, um das ganz nett auszusagen, sind sie auch ein bisschen ausgerutscht bei Costa Quanta. Selbst der ist gut geworden. Der ist gut. Kannst du sagen, was du willst, habe ich auch hier gehabt. Fantastisch. Also der ist wirklich sehr gut umgesetzt. Aber Costa Quanta im Vergleich zu anderen haben sie sich ein bisschen in den Nesseln gesetzt. Wobei ich da sagen würde, das läuft für mich unter dem Prozess, der letztes Jahr begonnen hat, irgendwelche, ich sag mal, kuriose Entscheidungen zu treffen. Also das fällt für mich wirklich mittlerweile darunter, weil ich denke schon, dass sie den Markt ja auch im Auge behalten und auch den Markt sehen und ja konkurrenzfähig sein möchten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Fanatec braucht nicht mal konkurrenzfähig sein. Weil wie wir ja schon festgestellt haben, Leute, die sich mit der ganzen Thematik nicht wirklich sehr viel auseinandersetzen, was auch überhaupt gar kein Problem ist, die gehen dahin, denken, das ist der Shit, das ist Nonplusultra und los. Beispielsweise guckst du, sagen wir mal, du guckst GT World. Ja, genau, du guckst GT World, jedes Auto hat oben einen fetten Streifen Fanatec drauf. Du guckst dir irgendwie Rallye an, da ist ein Fanatec-Streifen drauf. Du gehst in jede Sim rein, da steht überall, ist Fanatec mit drin. Leute denken halt einfach, dass das der Shit ist. Und das muss man Fanatec einfach mal sagen. Sie waren vor, als sie ihre Pionierarbeit geleistet haben und das wirklich für den breiten Markt tauglich gemacht haben, da waren sie der Shit. Nur heute haben sie in ein paar Feldern ihres Portfolios ein bisschen den Anschluss verloren und kuriose Entscheidungen getroffen. Wie gesagt, könnte man jetzt zurückführen auf die ganze Thematik, die da jetzt im Hintergrund passiert. Muss man mal abwarten, was danach kommt, so, ne? Aber sie haben den Anschluss verloren. Momentan. Was hat das Alter damit zu tun, Publikum? Die Konkurrenz ist noch nicht so alt, das stimmt. Wobei Simocube ist schon ziemlich lange da, aber auch nicht so lange wie Fanatec. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Im Sinne von, die Marke konnte sich noch nicht so etablieren. Oh, ich glaube, das hat mit Etablieren gar nichts zu tun.
die anderen Firmen haben einfach gar nicht das Marketingbudget-Publikum. Also überleg mal wirklich, wie viel Marketingbudget Fanatec in die Hand genommen hat, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Also du kannst über diese Marke reden und du wirst immer Menschen geben, die wirklich mit hochgehobener Lanze und Schild in den Krieg ziehen für diese Marke. Es ist auch wirklich völlig egal, was du für Argumente bringst oder die ziehen halt in den Krieg. So, also das wurde halt tatsächlich, wurde so gutes Marketing gemacht, dass die Menschen so hart an diese Marke gebunden sind, dass es, also dass es auch sehr, sehr schwer ist, sich davon zu lösen. Und selbst jetzt gerade, also wirklich jetzt gerade in diesem ganzen Wirrwarr, was da passiert, da gibt es Leute, die setzen sich immer noch hin, ja, kannst immer noch einkaufen, Mager. Geh einfach rein, also ist gar kein Problem. Do what you want. Okay. Das ist definitiv traurig, Mega-Nasenbär, klar. Also auch an der Stelle, die alle Sachen, ich sag's, wie es ist. Und ich glaube, das ist auch das Schönste, wie ich dieses Thema mal ansprechen kann. Alle Sachen haben eine Existenzgrundlage. Und für alle Sachen gibt es einen Abnehmer.